Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play um die 2. Mein Name ist B143, nur die 2. Ja, und zwar ist es jetzt mein dritter Versuch, Hamburg zu Let's Playen auf der Rücktour, die 109. Das ist unser Bus, mit dem werden wir jetzt fahren. Brauchst du jetzt um sie will jetzt auch, das ist der O405N1. Hierher nach Uralsterdorf sind wir mit einem O405N2 gefahren. Ich hab mir aber gedacht, für die Rücktour nehmen wir einfach einen anderen Bus. Ja, und jetzt nehmen wir unseren Fahrplan schnell mal an hier. Weil ich weiß, dass nämlich jetzt bald einer. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall eine andere Zeit. Gut, egal. 10:55 Uhr, ist auch egal. Wir machen mal den Bus an. Erstmal natürlich die Elektronik anschmeißen. Ja. So, mal gucken. Ja. Zwar hatte ich eigentlich so schön ein paar Sachen erzählt, ihr habt in den vorherigen Aufnahmen. Und zwar auch betreffs OMSI. Das war jetzt die 6501. URL nach HBF. Jo. Jetzt ist er an. Der wollte gar nicht. Ja, mal kurz so den Bus von außen zu zeigen. Der hat Werbung von Hamburg Hochbahn. Es ist natürlich jetzt nicht so die schärfste Qualität wegen Einstellung. Vielleicht ist er doch allgemein nicht so scharf. Ja, Bus geschildert ist er jetzt auch natürlich. Aber eigentlich hätten wir ja auch mal ordnungsgemäß einstellen können, wa? Oder wir machen es jetzt mal. Der Kollege hat den Bus uns so abgestellt. Wir können ja mal hier. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Na komm. Ach Mann, ist das eine Scheiße mit der Maus hier. Ja, normalerweise. So, jetzt. Und Platz genommen. Zack. Dazu. Dazu. Ja, was hatte ich eigentlich so dann gesagt? Und zwar zum Bus selber, der hat ein paar Besonderheiten mit der Mitteltür. Betreff, ich muss diese extra freigeben. Sprich, nicht so wie andere Busse, so dass ich eine Türfreigabe mache, also die Haltestellenbremse, und dann sind die Türen automatisch hinten freigeben, die manuell automatisch aufhören. Und bei dem muss ich nochmal extra freigeben. Ist aber auch nicht so schlimm. Mit der Kasse muss ich immer gucken, so ein bisschen. So, dann werden wir mal die Zeit vorstellen. Auf der Hoffnung, dass er nicht gleich wieder abkeckt. Und zwar machen wir auf 53, ja, 53 passt. Ja, mit den Schloppen schlepp ich auch noch mit mir Moin, rum. moin, eine 9 Uhr Tageskarte, bitte. Mahlzeit. Tageskarte, jetzt muss ich mal gucken. Guten Tageskarte. Morgen. Moin. Morgen. Ja, und zwar auch betreff jetzt wegen Danke. um sie und so, ist ja relativ gut angekommen, habe ich gesehen. Ich muss auch sagen, die Folgen von OMSI, wenn die jetzt 15 Minuten oder so im Schnitt gehen natürlich mal ein bisschen länger, ein bisschen weniger, je nachdem, sind zum Glück nicht so groß wie jetzt zum Beispiel Eurotruck. Bei Eurotrucks immer noch, die sind relativ groß. Oh, da fährt eine U-Bahn. Oh, mal ein anderes Modell. Die sehe ich jetzt zum ersten Mal. Und zwar, ja, die Aufnahme von OMSI, die ist nicht ganz so groß wie jetzt von ETS2, weil auch an, die ist aber auch mit einer Grafik. Ja, und jetzt fahren wir, wie gesagt, erstmal die 109 zurück nach Hauptbahnhof. Wir werden den Bus dann auch
gegebenenfalls, wie es die Zeit zulässt, dann direkt auch noch eine Aufnahme am ZOB abstellen. Da ist ja dann so Abstellmöglichkeiten für Busse. Da werden wir dann wahrscheinlich den auch noch mit abstellen. Ja. Dann habe ich aktuell 3 Maps, von denen ich 2 schon angetestet habe, wo ich sage, die laufen auch. Die liefen eigentlich relativ gut. Die werde ich dann auch demnächst mal gucken, ob die dann auch beim Let's Play so gut laufen. Eine Map muss ich noch testen. Das werde ich auch noch demnächst machen. Jetzt mache ich aber erstmal, wie gesagt, die 109 zurück. Das mache ich Aufnahme-Season. Ich gehe mal von aus, dass es wieder 3 Folgen werden. Gegebenenfalls, wie ich dann noch Lust habe und wie spät es ist, werde ich auch eventuell, um Hamburg komplett fertig zu machen, die 688 aufnehmen noch, weil die Nummer anders wird vielleicht 2 Folgen pro Richtung sein. Müssen wir mal gucken. Also das sollten nicht so viele Folgen sein wie jetzt hier. Und da werden wir dann aber auch mit einem C2 fahren, also Citaro C2 oder Citaro 2, wie auch immer man sagen will. Ich sage gerne Citaro C2. Quasi den neuesten Bus von die neuesten Busse so vom Mercedes eigentlich. Die neueste Generation vom Bus Citaro, allgemein. Ja. Dann Ansagetechnik, falls sich mal einer fragt, wie das so funktioniert hier, dass die Ansagen laufen. Es ist nicht auf allen Maps so. Viele Maps haben's, je nachdem. Also vorgegebene Maps haben's definitiv. Oder er sagt die Kaufmaps. Halt Addons Maps, so kann man sagen. Die von richtig von Entwicklern, was man kaufen tut, sind eigentlich Ansagen vom Haus aus drinne. Und da ist es aber speziell unterschiedlich, je nach Region und. Und zwar ist es zum Beispiel so in Spandau, bei den Standardbussen von Spandau, ist zum Beispiel so, da muss man manuell weiterschalten. So, bei dem Bus ist es zum Beispiel GPS, der schaltet von alleine weiter. Wenn ich jetzt eine Leerfahrt an der Haltestelle mache, macht er automatisch trotzdem weiterschalten. Dann habe ich den Citaro C1 zum Beispiel noch in meiner Flotte. Da ist es so, der macht automatisch weiterschalten, aber nur, wenn ich an der Haltestelle stehen bleibe, die Tür auf und zu mache. Bei Haltestellen, an die ich vorbeifahre, weil sie leer sind, da muss ich manuell weiterschalten. Ist aber eigentlich auch nicht so das Problem. Passt alles. Wie gesagt, diese kaufbaren Addons haben eigentlich generell Ansagen. Soweit ich jetzt mir erinnern kann, habe ich keine Map davon, wo keines. Bei den neuen Maps, da hatte ich jetzt auch schon welche mit Ansagen bei gehabt. Es ist aber leider nicht überall der Fall. Weil es natürlich ist halt mehr Arbeit, ne? Also, und man muss natürlich das Wissen haben. Und das ist halt, das hat nicht jeder. Ist aber eigentlich auch nicht so schlimm. Ich sag mal, wenn ich jetzt bei uns hier in den Stadtbus einsteige, in den Ort, wo ich wohne, da existiert keine Ansage und alles, was nicht so zum Busunternehmen gehört, was bei mir hier zu Hause ist, quasi, kann man sagen. Ups. Ja. Egal. Ja, boah, den Bullwagen hat jetzt ein Smart verpasst. Ist auch egal. Ja, bei uns ist halt immer vom Landkreis oder wie auch immer, ich weiß nicht, das Unternehmen, wie das da abläuft. Jedenfalls hier ist halt. Also zumindest der Landkreis, so heißt dann dementsprechend auch so ein bisschen die Busgesellschaft. Weiß ich vielleicht, ich nehme an, das gehört auch dem Landkreis hier hören, keine Ahnung, wie auch immer. Ja, und dann haben wir halt aber auch Private bei uns. Und die Privaten zum Beispiel, die haben auch nicht unbedingt Ansagen drin. Von daher, warum soll es sich im Spiel hinaus sein wie eine Wirklichkeit, ne? Ja. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich vorhin noch so angekündigt habe.
Also bei den Maps, die ich habe, die Maps, die ich da habe, die drei, da verrate ich mal noch nicht, welche Maps es sind, da lasst euch überraschen. Es sind auf jeden Fall mehrere Touren drauf. Also da gibt es hier noch zu fahren. Und ja, bedingt auch mal wegen Wetter, das hatte ich auch angesagt. Guten Tag. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Nahbereich war direkt richtig. Zack, zack, zack. Okay. Bitte. Und zwar auch mal wegen Wetter. Ich fahre jetzt nun bei schönem Wetter. Ich werde auch mal bei schlechtem Wetter fahren können. Bei Schnee, Regen und. Es ist immer nur map-abhängig, Performance-Sache. Hamburg wird es wahrscheinlich nicht sein, weil Hamburg spackt schon so rum. Jetzt lädt er die AI nach. Ich hoffe, dass er jetzt auch da macht. Nicht, dass er mir jetzt die Aufnahme zerschießt. Das wäre dann jetzt das dritte Mal. Dann hätte ich aber auch keinen Bock mehr für heute. Ja. Lade, 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 lade. Es ist manchmal zum Kotzen. Das ist wirklich. Es macht Spaß, um sie zu fahren. Aber durch sowas ist es echt zum Kotzen. Weil sowas macht den Spielspaß irgendwo bremsen. So wie jetzt. Ich hänge jetzt hier seit ein paar Sekunden fest. Und ja. Oh, jetzt. Jetzt weiter. Ja. Na, Gott sei Dank geht's weiter. Weil hier in der Ecke war es vorhin irgendwo hoch gewesen, wo er dann nachher komplett raus ist. Diese lange Ladezeit lässt mir vermuten, dass da vorne eventuell gleich ein KI-Bus entgegenkommt. Und zwar, nein, C2 könnte es ja sein. Weil so eine lange Ladezeit ist mitunter bei KI, wenn dann auch ein C2 in der Nähe ist. Kann passieren, muss nicht. Deswegen, es muss nicht jetzt unbedingt sein, dass ein C2 da vorne irgendwo gleich kommt. Auf jeden Fall ist da jetzt ein KI-Bus, wie ich es mir gedacht habe. Es ist kein C2, es ist ja gleich, was ich habe. So ist ein Schwarz. Ah, Schweinschenski, oder wie das heißt. Hätte ich auch nehmen können. Aber ich habe jetzt für den entschieden, weil das ist so dieses Hochbahn-Design. Mit Werbung von Hochbahn. Oh, ein bisschen sehr weit gefahren. Ah, okay. Ja, wegen die Bordsteinkante spackt das Lenkrad jetzt ein bisschen rum. Ja, kommen denn die Herrschaften da hinten noch, oder? Scheinbar wollen sie doch nicht mit mir mit. Okay. Na, dann eben nicht. Ist mir auch ja. Ich muss die nicht mitnehmen. So sind ich, also. Mir soll's egal sein. Jetzt weiß ich eigentlich, was ich weiter groß erzählen soll. Das ist ja doof. Ja. Jetzt, was ich noch machen kann, ist zu erzählen, was ich noch so plane. Und zwar, Spandau wird's auch noch geben im Omsi-Bereich, dass ich es auch mal let's playe. Auch wenn es eigentlich doch sehr verbreitet vielleicht schon bei YouTube zu finden ist, weil viele damals gleich angefangen haben. Auch in Spandau. Ja, trotzdem werde ich es trotzdem let's play, einfach weil es mir auch Spaß macht, irgendwo da zu fahren. Also werde ich es machen. Ja, dann weiter mit den O305 Addern. Da probiere ich nochmal aus, das Ganze neu, also die zu installieren, neu zu installieren und zu gucken, ob ich denn dann anschließend mal eigentlich da Busse platzieren kann und auch Fahrpläne auswählen kann, diese dann auch fahren kann. Weil die Map finde ich eigentlich auch relativ toll. Auch die Busse finde ich gut. Schöner alter O305 ist sowas tolles. Tja, Chicago habe ich vor zu let's playen. Aber da muss ich halt auch gucken, weil das letzte Mal, wo ich so einfach mal just for fun gefahren bin, bevor ich überhaupt angefangen habe mit den Aufnahmen, ja, da wollte denn die Technik des Boosts nicht mehr so, wie ich wollte. Das heißt. Moin. Die Tür weit genau stecken. Mahlzeit. Das heißt, ich konnte die Anzeige am Bus nicht einstellen.
Die hat sich nicht einstellen lassen. Aha, jetzt ist irgendwas. Ah. Na. Genau, das ist ein Problem mit dieser Türsteuerung, das ist so eine Sache. Aber da gar nicht. Ja, Wien muss ich mal gucken. Vielleicht warte ich auch mit Wien, bis die neuen Addons raus sind. Dann Let's Plays vielleicht, weil. Dann hätte ich auch einen vernünftigen Schlenki vor Ort. Nämlich einen von den neuen. Da könnte ich aber auf der Innenlinie, ich werde ja gucken, vielleicht dann Bede mir zu holen. Ja, da würde ich auf der Innenlinie vielleicht mit dem alten, keine Ahnung, GU, SU, keine Ahnung, wie der Bus heißt, den alten Schlenki, der Hochflurbus, also ein bisschen an unsere MR, an die alten MRNs erinnert. So vom Klang her auch. Mal gucken, werde ich vielleicht auf der Linie fahren und auf der anderen Linie werde ich vielleicht dann auch mit dem neuen Schlenki fahren, den NG, keine Ahnung, 233 oder so, keine Ahnung, wie der heißt. So weiß ich jetzt nicht, das hat mir irgendwie gemerkt. Ja, da werden wir dazu machen. Beim X10 müssen wir mal gucken, da werden wir ein bisschen mischen. Also da werden wir, je nachdem wie die Technik da vorausgegeben ist, werden wir natürlich auf der X10 selber mit dem neuen Doppeldecker fahren, der dann drinne ist. Aber auch vielleicht mal mit einem Citaro, mit einem Solaris, da haben wir ja auch ein bisschen was. Das, was auch in Berlin fährt, halt. Da müssen wir mal gucken. Ja, bei Spandau, da habe ich zumindest die KI, wohl laut ab 94 ist die KI da auf modern gestellt. Also Citaro und Solaris und Lion City Doppeldecker. Muss ich mal gucken, entweder mache ich dann mit dem Verkehr, der da vorhanden ist, dementsprechend die Busse aussehen, oder ich stelle auf 93 und fahre dann mit Doppeldecker und auf der 137 würde ich mit Doppeldecker fahren. Quasi Haneberg-Falkensee und Freudstraße zu. Das werden auf alle Fälle bestimmt so. Ja, was würden das? 4-5 Aufnahmen bestimmt pro Tour und dann mache ich ja nicht nur einfach bloß so eine. Oder muss ich mal gucken. Ich mache ja dann die Hintour und die Rücktour und die 130 würde ich dann mit einem Schlenki fahren. Und vor uns ist die 25. Ah, der Kollege muss nochmal fahren lernen. Der hat die jetzt in Wirklichkeit die Hälfte mitgenommen. Aber gut, das ist KI. Da kommt doch noch einer. Hat da aber Glück. Wollte gerade schon losfahren. Danke. Da hat er nochmal Glück gehabt. Ja, das wäre denn noch, wie gesagt, Wien so. Das O305 hatte ich jetzt auch schon gesagt. Ja, X10 dann auch. Ja, und die Maps, die ich da neu habe, da muss ich mal gucken. Bei dem E-Map ist KI-Verkehr mit NL und NG, also mit den MAN-Bussen, die eigentlich. Oh, hier leckt das gerade ein bisschen. Aus dem Standardfuhrpark sind quasi. Habe ich aber kein Problem mit. Und auf einer anderen Map sind zum Beispiel die Citaros vertreten, der C1. Vielleicht mag ich das so mit dem KI-Verkehr. Und eine dritte Map muss ich mal gucken. Vielleicht mag ich da auch bei der dritten Map sogar mit einem Solaris U15 fahren. Weil den habe ich dann den Repaint. Und muss ich mal gucken, auch wie ich Lust habe, auf welche Bus ich Lust habe, werde ich fahren. Also jetzt natürlich bei den Maps, die jetzt nicht runtergeladen sind, wo man eigentlich schon so ein bisschen gucken sollte wie Berlin oder so. Da gucke ich natürlich, dass ich dann auch dementsprechend ein bisschen was an Rollmaterial habe. Vielleicht fahre ich auch die anderen Maps einfach mit einem einfarbigen MRN Lion City G oder so. Na, die hatte ich bis jetzt noch gar nicht in Einsatz. Zu Berlin würden die auch nicht passen, leider. Weil in Berlin
Teil X zumindest noch nicht ein Lion City G gesehen. Bei uns hier, ja, wo ich wohne, da sind einige. Wie gesagt, ich wohne ja nun im Umland von Berlin. Da haben wir einige von mittlerweile. Da ja, auf alle Fälle. Aber Berlin selber nicht. Und hier zu Hamburg. Hamburg ist so eine Sache, da muss man schon gucken. Wegen Kasse und so ein Scheiß, das ist halt so eine spezielle Sache. Auch wegen Kinderfahrschein. Ich sehe gerade, wir sind bei 20 Minuten. Schon ein bisschen zu lang eigentlich. Demzufolge werden wir mal hier die Folge beenden. Und dann sage ich mal, schau, bis zum nächsten Mal.